Ah. Oh, du sitzt da ziemlich... der Patsch, wollte ich gerade schon sagen. Das bisschen Gold hätte ich noch gerne. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Die Steine, da brauche ich nicht unbedingt. Aber hier das Silber könnt ihr abbauen. Ja, genau. Ich wollte einen von euch zum Schildträger machen. Und den Raum da könnte ich auch mal aufbuddeln. So. Wie sieht's mit den beiden aus? Die sind schon mal Level 9 geworden. Ach, ein Goblin. Oh, der hat aber viele von den Bummachfässern. Bisschen Gold, ein bisschen Eisen. So. Du kannst zum Schildträger werden und du kannst zum Grenadier werden. Jo, er wirft jetzt Granaten. Und weg sind sie. Okay, gut. Ich warte jetzt einfach mal, bis die beiden hoch genug trainiert sind. Oh, unsere Vorräte sehen gerade lustig aus, weil wir kein Turmalin mehr haben. Nee, ich warte mit den Pflanzen mal, bis wir die noch besseren Pflanzen erforscht haben. Also die da. Da gibt es immer noch den Zweierbaum. Aber jetzt kann ich mal gucken. Blaubeerbeet. Herbstapfelbaum. Ein Apfelbaum. Kostet Gold. Ich hätte aber gerne etwas, was... Holz kostet kein Gold. So wie das Maisfeld hier. Maisfeld bringt mehr als ein Radieschenbeet. Die Apfelbäume bringen recht viel an Nahrung. Ich könnte aber auch Blaubeerbeete. Ne, nehmen wir die Maisfelder. Ups, das war der Boden runter. Ja, und ich reduziere mal die Holzbäume um 1. So. Genau. Dann können wir jetzt Mais ernten. Beliebte Feldfrucht. An Halloween sieht man oft verlotterte Zwerge, deren Bärte voller Maiskörner hängen. Wie putzig. So, ich spendiere den jeweils noch mal eine Trainingsfigur. Und ja, Gelddruckerei. Da sind wir eigentlich fast schon durch. Oh. So. Dich retten wir mal kurz. Dass du was futtern kannst. Und dann muss ich gerade mal überlegen, wo ich weiter lang buddeln soll. Ich könnte hier theoretisch lang buddeln, weil hier sieht es so aus, als ob es da zum Goblin geht. Ich könnte mich aber auch mal hier in die Richtung buddeln.
Falsch, eins runter. Gucken, auf was ich da stoße. So, noch einen Punkt für Gelddruckerei. Und dann könnte ich mir theoretisch, wenn wirklich das Geld so reinkommt, wie ich es vermute. Ich kann ja zum Beispiel auch mal hier ein bisschen Holz verkaufen. Könnte ich mir theoretisch Titan oder Obsidian etwas kaufen davon. Wenn ich es nicht so leicht finde. So, einmal die Gelddruckerei. Ist zwar jetzt nicht so unglaublich schnell, aber es klappt. So. Und ja, Eisen kann ich trotzdem noch ein bisschen mitnehmen. Gut. Dann hier rüber buddeln. Ja, und bei den beiden sieht es langsam auch gut aus. Bei Eisen kann ich zur Not auch zu Gold machen. Und Goblin, der Eisen hat. Und ein paar Fässer mit Titan und Obsidian. Ich würde am liebsten die beiden einfach mal hinschicken, um den Goblin zu töten. Kommt ein bisschen Feldeinsatz, bitte. Nicht dodgen. So, genau. Schöner Feldeinsatz. Jetzt könnt ihr weiter trainieren. So, als erstes Heroismus oder zwergische Vorbilder? Ich nehme mal zwergische Vorbilder und hoffe mal, dass sie dann auch in ihren Berufen besser werden. Da wäre etwas Turmalin für mich. Und von da aus komme ich an den Raum ran. Und ja, ich glaube, tiefer wage ich mich. Den Raum, da kann ich von hier aus noch mitnehmen. Aber ich glaube, dann tiefer wage ich mich erstmal nicht. Ich gehe erstmal hier die Treppe nach unten, wahrscheinlich. Ja, schön viel Turmalin. Ist auch unterwegs. Noch ein Punkt für die besseren Zwergenarbeiten. Und ja, vier Superforscher zu haben, das zahlt sich alle, drei Superforscher zu haben, zahlt sich alle Male aus. Wenn ich mir da ansehe, wie da die Forschungspunkte hochticken. Und dadurch, dass da so viele Forschungspunkte hochticken, leveln die ja sogar noch schneller auf. Könnte ich denen noch einen schicken Stuhl reinsetzen? Ein? Ich könnte sie in sogar zwei reinsetzen. Stuhl aus der glorreichen Vergangenheit oder normaler Steinstuhl?
Herrschaftlicher Stuhl. Drakonischer Stuhl. So, einmal die Technologie. Dann fehlt nur noch die andere Technologie. So, jetzt aber erst einmal in die Richtung. Bevor ich hier das Turmalin da unten raushole. Ist hier noch erstmal noch jede Menge Eisen. Und die One-Hitten gerade so ziemlich alle Blöcke. Dadurch, dass ich zwergische Vorbilder erforscht habe. Krass. Das ist jetzt echt krass. Ja, du kannst ruhig weiterlatschen. Wenn nicht gleich die Armee selber zu dir gelatscht kommt, was sie auch schon tut. Oder auch nicht. Weil du jetzt da unten bist. Wo ich dich ungerne habe. Leider kann ich keine Gegner porten. Zurück zum König. Mal kurz. So. So, jetzt, wie war das mit Stühlen? Stuhl aus der Vergangenheit? Oder so ein Stuhl? Ich würde sagen, solche Stühle. Dann kann ich mir einfach mal hier 10 Titan kaufen. Kann hier 2 von den Superstühlen aufstellen. Ja, eigentlich mehr ein Thron. Aber einen Thron habe ich ja. Hier ein Steinthron. So, hier ist noch Turmalin. Da wäre noch ein Ticken Gold und da wäre noch ein Ticken Gold. So. Gut, ihr seht so aus, als ob ihr ziemlich gut trainiert werdet. Das heißt mal alle hier hin. Und ich baue jetzt eine Leiter hier runter. Und schreite noch den Heroismus frei. So. Das hier sieht so aus, als ob das hier der Dungeon vom Magier wäre. Und 100 Obsidian kann ich mir leider nicht leisten. Ich könnte aber mir ihn jetzt leisten. Und noch mehr Eisen verkaufen. So. Das heißt, ich habe jetzt genug, um meine beiden Fernkämpfer zu Grenadieren abzugraden. Ach ja, hier muss ich noch ein bisschen
tricksen.